Hello and welcome. Hallo und willkommen zu noch einem weiteren Vortrag hier in der Krauszone, im Krauszonen-TV, live aus unserem Potsdamer Studio. Dieser Vortrag geht über reproduzierbare Gebäudeinfrastruktur von Astro. Wir sind hier die Übersetzer. Und zwar sind wir Caluera und ich, Franz D. Vor 3 Jahren hat der C3D2 in ein neues, renoviertes Gebäude eingezogen und haben dort die Netzwerkinfrastruktur übernommen und sind quasi die Internet Service Provider in diesem Gebäude für die ganze umgebende Organisationen geworden. Und hier wird Astra erzählen, wie er dieses ganze Netzwerkinfrastruktur strukturiert hat und basierend auf NixOS sie umstrukturiert hat. Viele neue Informationen und viel Spaß bei dem Vortrag reproduzierbare Netzwerke. Hello, welcome back. Sorry for the. Hallo und willkommen zurück. Ja, wir haben die Probleme gelöst. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Ich bin ein Softwareentwickler, aber Computeradministrator und ich habe ein großes Interesse an benutzbarer Netzwerkinfrastruktur, weil ich das brauche, wenn ich Software schreibe. Und derzeit habe ich eine Meinung dazu aufgebaut, wie Computernetzwerke aufgebaut sein sollen, dass sie ihren Benutzern wirklich helfen und nicht nur weitere Anforderungen stellen. Ich habe mich immer gefragt, wie können das gemacht werden, aber vor 5 Jahren hatte ich die Möglichkeit, das auszuprobieren bei einem größeren Rahmen und habe dabei viel gelernt und darum mache ich diesen Vortrag, weil ich meine ganzen Erfahrungen teilen möchte und vielleicht euch dabei helfen möchte, eine ähnliche Sache für eure Gruppen zum Realisieren eurer Gesellschaft. Zuerst ein bisschen über die Location. Unser Hackspace war vorher in einem Bürokomplex und da wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Aber dann sind wir das Zentralwerk gefunden und wir haben diese kreativen, offenen Menschen gefunden, die dieser alten Fabrik arbeiteten und wir haben sofort gefühlt, dass wir zusammenarbeiten können und es gibt, die Umgebung ist super. Das heißt, die alte Fabrik hat Türme, wo wir Freifunknetzwerk konfigurieren können und wo wir Antennen installieren können und Radiosachen machen. Und das hat viele Möglichkeiten gegeben, Sachen mit Technologie zu machen. Es gibt sogar einen großen Raum, den Ballraum, der ein wunderschönes Eventmöglichkeiten ist, wo wir unsere jährliche Konferenz, die Datenspuren, abhalten. Und das ist eine wunderschöne Atmosphäre. Und in diesen Gebäuden gibt es viele Ethernet-Kabel, die überall hinlaufen, aber weil es keine technischen Leute vor uns da waren, haben wir sie realisiert oder haben wir sie laufen gezogen. Und ich Growing Chaos. Ich hatte Angst, dass da ein wachsendes Chaos aufbaut, wenn wir das nicht tun. Und darum habe ich alle interessierten technischen Leute eingeladen und haben einen Plan gebaut und das machen wir seitdem. Und unsere Ziele waren natürlich Facebook machen wollen, Facebook schauen, die meisten Leute wollten einfach Facebook benutzen können, aber die meisten Leute wären sehr glücklich, wenn sie einfach über ein Net, also Network Address Translation, ins Internet kommen und he postulated that the value of a network grows with und das Wertteil des Netzwerkes wächst mit den Geräten, die mit ihm verbunden sind und die Benutzer dieses Netzwerks. Und darum wollte er nicht. Darum möchte man mit dem Netzwerk verbunden sein. Vielleicht möchte man mit noch schnelleren Netzkabeln verbunden sein, um das zu verbinden. Wir haben viele Organisationen, die Netzwerk zusammenteilen, um einen hochqualitativen Uplink zu haben. Das heißt, für weniger Geld gibt es mehr Spitzenbandbreite für alle.
Und es gibt wieder Audioprobleme. Access is a fundamental requirement in the 21st century. Weil Internetzugang notwendige Anforderung ist im 21. Jahrhundert, brauchen wir offenes WLAN. Und es ist schade, dass es so wenig offenes WLAN in Deutschland gibt. Wenn ich das Netzwerk laufe oder realisiere, dann muss es offenes WLAN geben. Und weil wir offenes und verschlüsseltes WLAN parallel haben, mussten wir die WLAN Access Points modifizieren, was eine signifikante Änderung ist zu einem normalen Internet Service Provider. Und dann wollten wir es nutzbar machen, auch über das Internet hinaus. Wir wollten Zusammenarbeit ermöglichen. Darum haben wir dieses End-to-End-Konfiguration des Netzwerks in unser Internet gemacht. Wir haben keine Network Address Translation zwischen den Netzen. Das heißt, Teilen von Druckern funktioniert sogar und Peer-to-Peer auch. Und wir haben sogar ein paar Services, die dort laufen für die hausinterne Services. Aber das ist nicht, worüber dieser Vortrag ist. Dieser Vortrag ist hauptsächlich über die unterliegende Infrastruktur. Und weil ich jetzt da nicht der einzige Person ist, sein möchte, die dafür verantwortlich ist, für diese ganzen Sachen, habe ich versucht, zusammenarbeitende Administration von Anfang an zu implementieren. Und ja, ich möchte den Busfaktor natürlich erhöhen. Das heißt, wenn irgendwas zu mir passiert, mit mir passiert, dann können andere Leute sich weiter darum kümmern. Aber ich wollte auch Benutzer dazu führen, dazu bringen, selber einen Teil der Infrastruktur zu behüten, die außerhalb ihrer eigenen Bereiches ist. Weil das wäre sehr attraktiv. Also ich würde das auch gerne machen wollen. Das heißt, ich mache meine eigenen Gefühle weiter zu anderen. Es gibt ein paar vertrauenswürdige Nachbarn außerhalb des Internets, die auch Zugang zu den Servern haben, aber im Endeffekt interessiert sich keiner wirklich dafür, solange alles funktioniert. Aber wie können wir Zusammenarbeit und Transparität ermöglichen? Wir haben alle Konfigurationen in Git Repositories. Vor 5 Jahren haben wir angefangen mit einem Salt-Stack und das wurde mir damals empfohlen, das mochte ich nie besonders und darum bin ich dann zu NixOS umgestiegen dieses Jahr und das bedeutet, der ganze Setup ist vollständig reproduzierbar, von einfach nur mit Code. Das ist super für Konsistenz. Das heißt, was man im Repository sieht, ist die Dokumentation. Es gibt keine Dateien, die in irgendwelchen ETCs liegen, die dann von irgendjemandem verändert wurde. Und glücklicherweise ist das keiner enforced. Führt nichts so ist, dass es alles erzwungen wird, aber das könnte man auch mit anderen Deployment-Werkzeugen realisieren. Und wenn man die Dateien in /etc anfasst, dann vergisst man, dass man das gemacht hat nach ein paar Tagen und welche Dateien wurden verändert. Und wenn man das mit anderen zusammenarbeitet, dann wird das doch schlimmer. Also ein zentrales Repository, wo die ganze Informationen vorhanden sind, in einem Platz, ist sehr wichtig für Transparenz. So, I'm really huge NixOS. Ich bin ein Fan von NixOS, bin ein Fanboy und wenn es gerade kein Lockdown ist, dann tauschen wir die Codes aus und haben Pull-Request-Reviews in dem Space. Das heißt, ja, es gibt Leute, die sagen, dass wir, ja, darum reden wir nicht zu viel über NixOS und wenn ihr die deklarativen Administrationen haben wollt, mit denen ich zusammenarbeitet, dann ist es ein Blocker für Leute, die das nicht gewohnt sind, die das normalerweise nicht machen, die das einfach Dateien ändern. That is my experience. Das ist meine Erfahrung. Und ihr müsst die Leute ignorieren, die Leute reden immer mit mir über Dokumentation und Leute, die sich nicht Code angucken, gucken sich auch keine Dokumentation an und die Dokumentation ist auch sehr oft outdated und deshalb haben wir das alles im Repository. Up some text. Und wir haben
like get to know the network. Solche Schilder aufgehangen, so dass jeder Nachbar sich das angucken kann. Aber eigentlich scannt niemand diese QR-Codes und selbst das Admin-Team liest nicht gerne Dokumentation. So. Also mache ich kleine Skripte für reguläre anfallende Dinge. So, die kleinen Skripte müssen nur angewandt werden und die sind dokumentiert. Und wie haben wir unser Network designt? Bevor wir Leute damit verbinden, müssen wir unser Netzwerk aufteilen. Sodass die ihr lokales Netzwerk nicht kaputt machen können mit irgendwelchen lokalen DHCP-Servern oder irgendwie Traffic umleiten können oder sowas. Deshalb wollen wir was Isoliertes haben zwischen den Nachbarn und dem Server und dann uns auf dem IP-Level verbinden mit wohldefinierten Routing und vielleicht sogar Firewalls. Deshalb brauchen wir dafür Virtualization. Eine oft verwendete Technologie for that ist VirtualM. Und da gibst du einem Netzwerk einfach eine Nummer in einem Switch und da kannst du dann mehrere Netzwerke über ein Kabel senden. Da gibt es das VLAN Packet Format. Könnt ihr hier sehen. On top you can see. Oben könnt ihr das normale Ethernet Frame sehen mit einer Ziel- und Source-Adresse und und unten, und da ist ein Spezialpakettyp für WLAN, wo das gefolgt wird mit einer Netzwerknummer, und dann am Ende kommt das Rest von dem originalen Paket. Wenn ein Netzwerkgerät also ein Paket bekommt, was das erkennt und versteht, kann das dann die Nummer auslesen und das dann zum richtigen Netzwerk weiterverleiten. Und viele konfigurierbare Switches und Linux und OpenWRT-Geräte erkennen das und das ist, was wir nutzen. Und cheap Wi-Fi routers, hier könnt ihr billige WLAN-Router sehen, welche OpenWRT unterstützen. Und wir haben die für unsere Nutzer, welche dann nicht nur ihre privaten WLAN-Netzwerke, aber auch die öffentlichen da drauf laufen haben. Und wir wollen halt dieses OpenWRT, weil es auch auf vielen billigen Geräten läuft. Updates. Und wir bekommen Updates und es ist nett. Und Leute sagen mir oft, dass man von den richtigen Verkäufern einfach die Geräte kaufen soll, aber das ist nicht, was wir hier tun. Und das sind nicht die Switches, die du normalerweise für kaufst, aber das sind stark konfigurierbare Switches, wo die Ports und sowas können. Und unten, das Wichtigste, ein Linux-Server. Und sobald wir Linux haben, haben wir Freiheit und können alles tun, was wir wollen. So, how do we configure these devices? So, wie konfigurieren wir die Geräte jetzt? Die Konfiguration kommt von unserem Repository und von deren Daten generieren wir dann Expect-Skripte. Expect ist eine Domain-Specific-Sprache und das sendet Ausgaben aus und erwartet Eingaben. Und so können wir Telnet und andere Verbindungen kontrollieren bei diesen Geräten. Und
Ja, es ist archaisch, aber es funktioniert mit jedem Gerät, was man über die Command-Line konfigurieren kann, und wir brauchen keine super speziellen Tools, um unsere Geräte zu nutzen, und alle unsere Geräte kriegen wir für umsonst. Sie sind da gibt es keine aktuelle Software für. Manche Network-Switches brauchen Konfiguration über ein Web-Interface, was nur ein Net Explorer 6 unterstützt, und wenn du dann so ein verstecktes Command-Line-Tool über Telnet erkennst, dann ist es super, wenn du es reproduzierbar machen kannst. Aber eigentlich ist es wirklich scheiße, dass diese Technologie nicht mehr unterstützt wird mit Updates. Es ist Netzwerkinfrastruktur. Aber ich habe lieber ein Linux-Gerät mit 48 Netzwerks. So wie. Wie teilen wir unser Netzwerk auf? Wir haben die folgenden Netzwerktypen. Wir haben Management Network. Das ist nur dafür da, um die Geräte anzusprechen und um sie zu rekonfigurieren mit unseren Skripten. Wir haben das Kernnetzwerk für die Router im Zentrum, und da haben wir ein Router-Protokoll, OpenShortest First, und so es ist eine konsistente Ansicht auf die und alle Router sind miteinander verbunden. Und für jedes Netzwerk, wo wir Clients haben, haben wir ein Gateway dazwischen, zwischen den Router und den Client Networks. Der ist eins für Services, eins für den Hackerspace, eins für das Offene und viele für die Nachbarn. Und da es gibt auch isolierte Netzwerke, weil manchmal Leute Angst davon haben, mit CCC-Leuten sich zu verbinden. Also können wir denen dann trotzdem isolierte Ethernet-Links anbieten. Das war auch super praktisch für Konferenzen wie Datenspuren, wo das VOC wollte Audio-Video-Bridges haben und das dann in einem anderen Raum haben wollte. So, da haben wir eine Menge Flexibilität, die von dem Manageable Switches kommt, wenn du die überhin tust. Configuration Data. Das hier ist die Konfiguration, eine Grafik über unsere Konfigurationsdaten. Und Rechtecke sind die Switches und sechseckig sind die Access Points. Und billige Access Points auch, also sind sehr oft konfigurierbare Switches, und die haben oft Chips inside, mit denen man die Switches konfigurieren kann. IPv4 und IPv6. Und die werden jetzt verbunden mit IPv6 und IPv4. Oh, this is the wrong image. Das ist das falsche Bild. This is the physical structure. Das ist immer noch die physische Struktur. We have a star topology. Da haben wir eine Sterntopologie. With the core at the center. Mit dem Kern im Zentrum. Das ist, wo die Router sind. Und da läuft ein Router-Protokoll, wodurch wir Router einfach hinzufügen können, ohne alles neu zu konfigurieren. Full flexibility. Also haben wir volle Flexibilität und keine Beschränkungen bei Embedded Hardware. Und ich weiß, es gibt Hardware, die IPv4 und V6 Routing machen kann, aber da ist viel mehr Potenzial. So, für die Router haben wir Granularität beim Router-Level, die dann in Linux-Containern sind. Und das ist nicht wie Docker, aber es ist vollständig NixOS in Elixir. Und da haben wir für jeden
Rootable Network Interface in jedem Container und da haben wir one of the access networks to a container. Und damit können wir dann das Kernnetzwerk und eins der Access-Netzwerke in einen Container bringen. Und bei der Linux-Host, der bridges a network to the container. So, was machen die Router-Container jetzt? Sie machen Routing. Und die Internet-Uplinks. Und Routing für die Internet-Uplinks und auch für die Routers zwischen den Access-Networks. Wir haben DHCP-Servers der. Und für die IPv6-Adressen haben wir Router-Advertisement und Nachbarn können auch eine Firewall haben, wenn sie auch bestimmte einkommende Verbindungen nicht haben wollen. So, wenn ihr geteilte Infrastruktur habt, haben Leute mal Angst vor Leechern und dafür brauchen wir Paket Scheduling auf den sendenden Interfaces und dafür haben wir für eine Zeit lang halt ein kontrolliertes Delay genutzt und das ist auch der Default für OpenWRT und das führt dazu, dass auch Warteschlangen im Wi-Fi kurz bleiben. Inzwischen gibt es Cake, keine Ahnung, wie das steht, das hat gerade gesagt, das erweitert auf Codependence. Und es bringt viele weitere Features mit, die dazu führen, dass man trotz der Vollleitung immer schnellen Internetzugang hat. So, jetzt wo unsere Netzwerke funktioniert und Internet zu vielen Leuten zur Verfügung stellt, habe ich viel darüber nachgedacht, wie man die Qualität aufrechterhalten kann. So, also wir haben unser Netzwerk auf relativ günstigen Geräten, da gibt es keine Ersatzgeräte, es gibt keine Redundanz, weil es keine ähnlichen Geräte mehr gibt. Und das bedeutet, wir haben das beste Monitoring. Leute rufen mich an, wenn das Internet nicht mehr funktioniert. Und ich möchte die Leute glücklich machen und weil ihre WLAN-Geräte auf der Firma haben, wo wir nicht hingehen können und Kabel überprüfen können, hatte ich Angst, dass Kabel ausgesteckt werden und dann würden da WLAN-Netze nicht funktionieren und das, darum habe ich einen kleinen Cronjob, der alle paar Minuten nachschaut, ob wir immer noch mit dem Server verbinden können und wenn es nicht mehr ist, dann wird das WLAN ausgeschaltet. Das führt dazu, dass es keine kaputten WLAN-Netze mehr gibt. Inzwischen haben wir mehrere Internetverbindungen. Ursprünglich hatte ich mit geplant, das mit unterschiedlichen Nachbarn eine Netzwerkverbindung zu verbringen, aber im Endeffekt ist eine große Internetverbindung ausreichend für alle. Das heißt, Leute kümmern sich nicht drum, darüber, welche Technologie sie benutzen, um im Internet zu kommen. Sie wollen einfach nur, dass das Internet funktioniert und ich möchte ihnen das die schnellste Erfahrung geben, die möglich ist und alle sind über die schnellste Internetverbindung geroutet. Nur das öffentliche Internet, weil wir in Deutschland sind, geht das nicht direkt. Darum benutzen wir einen VPN-Provider und es gibt noch mehr Internetverbindungen, die wir inzwischen haben. Und ich benutze sie als Fallback, weil wir jetzt schon ein echtes Routing-Protokoll laufen lassen zwischen den Routern. Haben wir ein paar dynamisches Teilen des Routing-Status und OSPF. Hat aber auch einen konsistenten Zugang zum Netzwerk und wenn wir mehrere Routen zum Internet haben, dann entscheidet das Netzwerk, welchen Router alle benutzen sollen. Und darum habe ich versucht, eine Lösung zu finden und dann habe ich herausgefunden, dass OSPF auf einem Netzwerk in mehreren Instanzen koexistieren kann und das heißt, man kann das über die Routing-Protokoll-Implementation konfigurieren, sodass dann ein Routing-Protokoll von den Instanzen ausgewählt werden kann. Das heißt, wir haben den Entscheidungsprozess nicht mehr auf dem Protokoll, sondern in der Routing-Suite und
können da Präferenzen angeben dazu, welche Internet-Route genutzt werden soll, wenn das Internet nicht mehr funktioniert. Und das funktioniert gut, weil wir NAT haben. Wir haben leider keine öffentlichen IP-Adressen, keine öffentlichen IPv4-Adressen. Wir haben öffentliche IPv6-Adressen in dem Netzwerk, aber das funktioniert auch immer noch, weil das Internet, wenn das nicht passt, dann benutzen wir NAT66, also wenn wir ein anderes Netzwerk verbunden haben. Und im Hackerspace, weil wir mehrere Internet-Connection-Verbindungen haben oder mehrere Internetverbindungen haben, gibt es mehrere Default-Routen für die Leute, die sich darum kümmern wollen. Das heißt, Leute können eine andere Default-Route benutzen, um Spaß zu haben, wenn sie alles ins Internet wollen. Weil wir mehrere Server haben inzwischen, haben wir Services. Darum schaue ich mir auch Redundanz an, also dass das Netzwerk redundant wird. Und wir haben jetzt einen zweiten Server, der Cold Standby ist. Update ihn regelmäßig und installiere den echten Status drauf, und dann fahre ich ihn wieder runter, weil Server brauchen Energie und Energie kostet Geld. Aber ich habe jetzt auch mir angeschaut, ob man Pacemaker benutzen könnte, weil diese Container, die können sind ziemlich unabhängig von ihrem Host und die können einfach auf irgendeinem Server laufen. Das heißt, es wäre wirklich brauchbar, wenn wir, um Hochverfügbarkeit zu implementieren, um sie automatisch auf einem anderen Server zu starten, wenn der erste Server ausgeschaltet wird oder kaputt geht. Just to show you a code, um ein bisschen Code zu zeigen, so sieht unsere Nix-Konfiguration aus. Wir haben Nix-OS-Konfiguration für alle Container, für alle Services, die laufen, und wir bauen daraus Pakete. Und Pakete beinhalten immer ein Linux-System, dass wir schnell konfigurieren können, und wir können es auch zurückrollen, schnell zurückrollen und auf einen alten Stand zurückgehen. Und wir haben hier auch die Gerätekonfigurationsskripte, die Pakete sind, die wir ausführen können. Und damit die Pakete deployen können oder ausrollen können. Und damit kriegen wir perfekte Reproduzierbarkeit, weil alle Versionen in der Codebasis sind oder in der Konfigurationsbasis sind. Und Nix.js ermöglicht uns auch, das System lokal in einer virtuellen Maschine schnell zu starten. Das heißt, ich kann das Ganze auf meinem normalen Computer starten, und wenn es funktioniert, kann ich es in Produktion schieben, und dann funktioniert das ziemlich gut die meiste Zeit. Oder funktioniert das immer sehr, ziemlich gut. So, inzwischen haben wir drei isolierte Netzwerke, ein Hackerspace-Netzwerk, 42 Nachbarnetzwerke, wir haben 41 WLAN-Access-Punkte, WLAN-Zugangspunkte mit einem offenen WLAN und dem WLAN der unserer Nachbarn. Und wenn man Zahlen sich anschaut, dann sind das weniger WLAN-Access-Punkte als Nachbarn. Heute können einen Plastik-Router sogar teilen. Wir haben 7 konfigurierbare Switche. Wir haben einen Server und einen Cold-Standby-Server. Wir haben eine Reihe von Services, und das ganze Haus ist global über IPv6 erreichbar, und es ist über DNS42 erreichbar, und wir haben DNS-Infrastruktur und ein paar Internetverbindungen. Und ich muss sagen, wenn alles ordentlich läuft, dann ist das Betreiben, dass wir einfach noch nur Updates haben und neue Teilnehmer hinzuzufügen. Und das Projekt macht mir viel Spaß, weil ich einen wichtigen Service anbiete für Leute, die ich kenne. Und ihr könnt das auch machen. Wenn ihr auch Infrastruktur automatisiert, dann könnt ihr das sehr einfach für andere machen.
Ich möchte End-zu-End Erreichbarkeit machen. Benutzt IPv6 und damit könnt ihr das Internet so benutzen, wie es funktionieren soll. Ende zu Ende, sodass alles so funktioniert, wie, ja, wie es am Anfang gedacht war. Danke für den Vortrag. Reproduzierbare Gebäudeinfrastruktur. Hier werden wir weitergehen. Wir haben ein paar Fragen gesammelt. Und die erste Frage ist, hast du irgendwelche nicht technischen Probleme mit öffentlichem WLAN? Du hast schon drüber geredet, aber ihr benutzt VPNs. Und was sind eure Erfahrungen damit, wenn ihr mit FM nicht technischen Level. Because we were very aware of the legal issues in Germany, we decided to. Wir waren uns den legalen Problemen in Deutschland sehr bewusst, deshalb haben wir immer einen VPN-Provider von Anfang an genutzt. Und das Problem ist, dass Leute meine QR-Codes nicht scannen, die lesen das nicht, die sehen einfach, hey, da ist ein öffentliches WLAN, das kann man nutzen. Und dann kommen sie später zu mir, hey, ich kann ein privates kriegen und Leute, und ich habe das genutzt und Leute haben auf mit meinem Drucker gedruckt und ich weiß nicht, wer das war. Okay, das ist also auch eine positive Erfahrung, so dass man damit legal das Netzwerk laufen lassen kann. Eine andere Frage. Du hast ein bisschen Werbung für NixOS gemacht. Warum hast du nicht GUX genutzt? GNU, GUX, Linux? Too many parentheses. Zu viele Nebensätze. Zu viele Klammern und hier gibt es eine große NixOS-Community und ich mag die Sprache sehr gerne. Also es wäre eine Alternative gewesen, aber du bist ein NixOS-Fan. Ja, ich bin ein NixOS-Fanboy. Es gibt Ansible, noch viele andere, aber ich finde NixOS ist das Beste. Eine andere Frage, die wir gesammelt haben. Lässt du eine Pipeline laufen, die irgendwie verbunden ist zu NixOS? Ich habe keine Ahnung, wie NixOS wirklich funktioniert, fragt die Person. Läuft also quasi wie eine Pipeline oder ist es implizit in NixOS drin? Ist es irgendwie explizit in NixOS und es ist alles selbst geskriptet und war super einfach in NixOS. Lässt du einfach die Updates laufen und jeder bekommt die Infrastruktur. Und noch ein Danke an dich, Astro, nach Dresden. Also können wir diesen Talk beenden. Danke zum Zugucken bei Chaoszone zum Zugucken live aus Potsdam. Bis zum nächsten Talk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auch von den Übersetzern. Das war der Talk Reproduzierbare Gebäude, Netzwerkinfrastruktur von Astro und wurde übersetzt von Franz T. und Caluera. Für Feedback bitte den Hashtag C3Lingo auf Mastodon oder Twitter verwenden.